Seit Samstag, den 26. November 2022, sind die neuen Straßenbahnen in Dresden aus dem Hause Alsdom in den Linienbetrieb übergegangen. Die neuen Bahnen bieten dabei die Besonderheit, dass sie 35 cm breiter sind als die bisherigen Modelle und somit eine Breite von 2,65 m aufweisen. In der Länge sind sie etwas kürzer mit 43,5 Metern Länge. Im März 2017 wurde die Ausschreibung für neue Straßenbahnfahrzeuge in Dresden gestartet. Insgesamt 9 Bewerber gab es auf die europaweite Ausschreibung. Am 22. August 2019 wurde dann schlussendlich der Vertrag zwischen Bombardier, welche die Ausschreibung gewonnen hatten, und der DVB zur Lieferung der neuen Fahrzeuggeneration geschlossen. Mittlerweile gehört Bombardier zu Alstom und somit werden die Fahrzeuge auch allesamt von Alstom ausgeliefert. Um sich einen besseren und ersten Eindruck von den Proportionen und der Gestaltung der Fahrzeuge machen zu können, gab es ab Januar 2020 ein Mockup, welches im Dresdner Verkehrsmuseum ausgestellt war. Ab August 2020 wurden dann die ersten Fahrzeuge gebaut. Das erste vollständig fertige Fahrzeug gelangte dann knapp ein Jahr später nach Dresden, und zwar am 16. September traf der erste Schwerlasttransport im Jahr 2021 in Dresden ein. Mittlerweile sind insgesamt 4 Fahrzeuge der neuesten Generation nach Dresden gelangt. Sie tragen im Übrigen die Typenbezeichnung NGT DX DD. Nach der Auslieferung der Fahrzeuge ließen die ersten Testfahrten auch nicht lange auf sich warten und sie starteten dann im Oktober 2021. Die Ausbildung des Fahrpersonals begann allerdings erst im September 2022 nach der Lieferung des dritten Fahrzeugs. Und am 26. November 2022 war es dann endlich soweit und der Linienbetrieb konnte starten. Doch dies konnte erst am späten Nachmittag stattfinden. Am Vormittag fanden bereits Schnupperfahrten mit den neuen Fahrzeugen zwischen Klein-Schachwitz und dem Betriebshof Reik statt. Dabei kamen die Wagen 2901 und 2902 der NGT DX-Fahrzeuge zum Einsatz und auch ein Tatra-Fahrzeug. Am Vormittag waren es auch noch 2 Tatra-Fahrzeuge, eines fiel allerdings später aus. Die Fahrten mit den Bahnen waren an diesem Tag kostenlos. An der Wendeschleife in Klein-Schachwitz gab es außerdem ein kleines Fest bzw. eine Veranstaltungsfläche. Hier gab es einige Info- und Souvenirstände der Dresdner Verkehrsbetriebe und auch einen Stand, an dem Bratwürste und Stollen verkauft wurde. Da die meisten hier waren, um sich die neuen Bahnen etwas genauer anzuschauen, herrschte reges Treiben um die Starthaltestelle an der Wendeschleife in Klein-Schachwitz und auch die Bahnen selbst waren gut gefüllt. Und um 16.02 Uhr war es dann endlich soweit und der erste Kurs startete an der Wendeschleife in Klein-Schachwitz und machte sich dann auf den Weg Richtung Innenstadt, dem Pirnaischen Platz und dem Postplatz und dann bis nach Gorbitz. Die Optik der Fahrzeuge ist natürlich durch die 2,65 Meter Breite etwas gewöhnungsbedürftig. Die Fahrzeuge besitzen allerdings nur im oberen Teil des Wagenkastens eine Breite von 2,65 Meter. Unten an den Radsätzen besitzen sie die Standardbreite von 2,30 Meter. Dadurch ergibt sich an der Unterseite des Fahrzeugs eine Art Wölbung. Auch die Anordnung der Front- bzw. Hecklichter ist recht interessant. Hier gibt es 2 schmale LED-Streifen, die etwas versetzt zueinander angeordnet sind. In der Mitte zwischen beiden gibt es dann noch ein rundes Frontlicht. Dieses ist auch das auffälligste aller 3. Oberhalb davon befindet sich dann auch die abgerundete Frontscheibe, in die auch der Zielanzeiger mit integriert ist. Die Front an sich ist insgesamt sehr stark abgerundet zu den Seiten hin. Die Fahrzeuge besitzen insgesamt 6 Doppelschwenktüren. Davon befindet sich jeweils eine im ersten und letzten Wagen und 2 jeweils in den Wagen 2 und 4. Der mittlere Wagen besitzt gar keine Tür.
Im ersten Wagen, direkt hinter dem Führerstand, gibt es dann auch noch eine einzelne Tür. Besonders auffällig an den Seiten sind natürlich die ultragroßen Fenster. Fenster in vergleichbarer Größe gibt es bei Straßenbahnen in Deutschland bisher nicht. Somit sind sie durchaus etwas Besonderes. Die größten Fenster befinden sich dabei in den beiden Endwagen. Und auch an den Seitenpartien sind nochmal Fahrgastinformationsanzeige, welche Liniennummer und Ziel anzeigen. Auch im Innenraum fällt der deutlich breitere Wagenkasten auf und somit wirken die Bahnen deutlich voluminöser. Natürlich gibt es hier auch Mehrzweckbereiche, viele Sitzplätze und Fahrgastinformationssysteme. Die Fahrzeuge bieten insgesamt 290 Menschen Platz und somit 30 mehr als ihren Vorgängern, welche sogar 45 Meter lang waren. 96 von ihnen können einen Sitzplatz finden und 194 weitere Fahrgäste finden einen Stehplatz. Die Sitze sind auf jeden Fall recht gut gepolstert und natürlich im DVB-Design ausgekleidet. In den Türbereichen gibt es an der Oberseite der Türen LED-Streifen, welche grün leuchten, wenn die Türfreigabe gegeben ist, und rot aufblinken, wenn sich die Türen schließen. Einen solchen schmalen LED-Streifen gibt es auch nochmal in längs an der Außenseite der Tür. Ansonsten sind natürlich noch Mehrzweckbereiche zu finden, genauso wie Bildschirme, welche die nächsten Haltestellen anzeigen. Aktuell können die Fahrzeuge nur auf der Straßenbahnlinie 2 zwischen Gorbitz und Kleinschachwitz eingesetzt werden. Mit der Fertigstellung des Ausbaus der Großenhainer Straße voraussichtlich Anfang bzw. Mitte 2023 können die neuen Bahnen dann auch auf der Linie 3 eingesetzt werden. Diese ist zwischen Koschütz und Wildermann unterwegs. Im restlichen Netz gibt es dann auf allen Linien immer noch Abschnitte, auf denen die Bahnen aufgrund ihrer Breite nicht verkehren können. Insgesamt sollen von den neuen Bahnen 30 festbestellte Fahrzeuge geliefert werden. 21 davon sind Einrichter und 9 weitere Fahrzeuge sollen als Zweirichtungsfahrzeuge nach Dresden gelangen. Darüber hinaus besteht eine Option auf 10 weitere Fahrzeuge, welche bis 2025 gezogen werden kann. Mitarbeiter der Dresdner Verkehrsbetriebe rüber. Die würden sich freuen. Und sagen an der Stelle nochmal Dankeschön. Könnt ihr euch nicht vorstellen, was da manchmal für Sachen im Hintergrund kaufen. Die Gesamtkosten des Vertrags belaufen sich auf 197 Millionen Euro. 102,8 Millionen Euro werden dabei vom Freistaat Sachsen ausgeschüttet. Die Kosten für ein einzelnes Straßenbahnfahrzeug belaufen sich dabei auf 4,2 Millionen Euro pro Stück. Die Fahrzeuge können im Übrigen eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h erreichen. Diese werden aber in der Regel nicht ausgefahren. Voraussichtlich bis Ende 2023 sollen alle bestellten Bahnen nach Dresden ausgeliefert sein. Damit wird alle 2 Wochen ab nächsten Jahr eine Bahn geliefert werden. Und damit sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Ich danke euch natürlich wie immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben und einem Kommentar unter diesem Video. Wir sehen uns dann nicht am Freitag, sondern erst nächste Woche Freitag wieder, da das Video diese Woche etwas früher kam. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Zumindest was die kurzen Runden anbetrifft, wie zum Betriebshof Reif. Wir sagen nochmal Dankeschön. Ihr könnt ruhig nochmal klatschen.
danke, dass dieses schöne Stück heute nochmal aus dem Museum rausgerollt wurde und unten drehen durfte.